Grüße euch zurück zu Skyrim. Oh, hat die eine geile Rüstung. Egal, wir stehen hier vor Weißlauf und werfen in dieser Folge mal einen Blick nach Weißlauf. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Ja, komm. Wahrheit sagen. Nicht weiter schauen. Herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Okay, oben auf dem Hügel. Wir zahlen jeden Preis. Ah, Weißlauf. Oh, ein schönes Flüsschen, was hier durchfließt. Graumähnen oder Kampfgeborene? Was? Habt ihr was an den Ohren? Auf welcher Seite steht ihr? Graumähnen oder Kampfgeborene? Ja, wovon spricht denn der? Ihr seid neu in der Stadt, was? In Weißlauf gibt es zwei Clans, beide alt und hoch angesehen. Der Unterschied ist, dass die Graumähnen sich vom Kaiserreich abgewandt haben und wir Kampfgeborenen loyal geblieben sind. Ich frage euch also nochmal. Okay. Graumähnen oder Kampfgeborene? Ja, bleiben wir mal neutral. Früher oder später müssen wir uns alle für eine Seite entscheiden. Lang lebe das Kaiserreich. Hey, ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Ja, was könnt ihr mir denn über Weißlauf erzählen? Eine Menge. Ich würde sagen, es geht uns ziemlich gut. Kaum jemand muss hungern, wenn er keine Angst vor harter Arbeit hat. Die Stadt wird vom Jarl oben in der Drachenfeste regiert. Das ist die Festung dort oben auf dem hohen Hügel. Aber wahrscheinlich interessiert ihr euch mehr für Jorvaska, die Methalle der Gefährten. Ihre ruhmreichen Taten sind legendär. Okay. Sag mal, arbeitet der hier in der Schmiede den ganzen Tag? Ja, das tue ich. Muss ich auch, wenn ich eines Tages so gut wie Eol und Graumähne sein will. Ich habe sogar gerade mein bestes Stück fertiggestellt. Es ist ein Schwert. Ich habe es für den Jarl hergestellt, für Balgruf den Älteren. Es ist eine Überraschung und ich weiß nicht mal, ob er es annehmen wird, aber... Könntet ihr das Schwert zu meinem Vater Proventus Aveniki bringen? Er ist der Vogt des Jarl. Er weiß, wann der richtige Moment ist, es ihm zu geben. Ja, ja, wir müssen sowieso zum Malkenzack. Könntet ihr da vielleicht Hilfe gebrauchen? Oh ja. Wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Okay, habt ihr auch was zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Ach, okay, das... Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen. Ich hab wahrscheinlich eh keine Kohle. Nee, da mal die Schmiede benutzen. Eisen, einen Dolch, ja, den brauchen wir. Eine ordentliche Waffe, die ihr da geschaffen habt. Und jetzt sollen wir da den Eisendolch wieder zurückbringen. Nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Mhm. Schleifstein. Ah, hier. Ja, Eisendolch und herstellen. Okay. Und den sollen wir nun wieder zurück. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißel. Kennt ihr meinen Vater? Nee, kenne ich noch nicht. Wenn ihr euch für eure Klingen Zeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet?
Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Also, ich mal. So wie es scheint, ist das hier wie einen kleinen Kurs, wie man Rüstungen herstellt. Ihr denkt, dass all der Rat den... So, hier, hast du das Leder? Bei Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr... Okay, und wo stellen wir den her an der Schmiede? Pelz. Pelzen. Ja, stell mir das hier so wahnsinnig witzig vor, so einen Pelzhelm mal über das Feuer zu hängen. Ich hab... Ja? Und dann den so ein bisschen verkokeln zu lassen. Verbessern wir die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Okay. Also gut. Und nun haben wir hier Pelzhelm herstellen. Dass ich der beste Schmied im Jawohl. Bin. Diese Ehre gebührt Eol und Graumähne. Und nun den... Wieder zu ihr bringen. Übt nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Behaltet doch den Dolch und den Helm. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmiedenstahl macht. Danke. Mhm. Nun hier, Kriegsjungfer. Sieht ziemlich... Willkommen in der Kriegsjungfer. Denkt Lasst mich euch nicht mal vom Traum. Namen abschrecken. Wir haben auch verkämpft. Oh, hi, bist du auch wieder hier. Und große Waffen, Streitkolben, Dolche, alles auf Lager. Okay, wer schmiedet teure Waffen und Rüstungen? Adrienne, draußen, in ihrer Schmiede. Der Laden ist nach ihr benannt. Kriegsjungfer. Den Spitznamen hat ihr Vater ihr als Kind gegeben, weil sie damals schon mit Schwertern gespielt hat. Okay. Aber unsere Waren sind gut und die Preise gerecht. Das zählt. Ja, wer hat denn hier das Sagen? Balgruf, der Ältere. Ein durchaus ehrenwerter Mann. Hat mir oder meinen Verwandten nie etwas Unrechtes getan. Für ihn ist es gerade bestimmt eine schwierige Zeit mit all den Kämpfen und Drachen. Aber Balgruf ist ein zäher alter Nord. Er kommt damit zurecht. Okay, und was habt ihr denn zu verkaufen? Auf einen Blick darauf. Was hab ich denn mal zuerst? Das kann eigentlich weg. Altes Nordschwert kann weg. Altes Nordschwert kann weg. Der orkische Dolch behalten wir mal. Eisenhelm. Wieso habe ich den nicht dann? Eisenschild. Ja, komm, der kann weg. Huch. Was habe ich da sonst noch verkauft? Egal. Waffen. Was hat denn der? Hat der eine bebänderte Rüstung? Frostes? Nordstahl-Armschiene. Ja, das nehmen wir mal. Die nehmen wir auch mal. Die würde plus 1 geben. Was haben wir denn momentan? Es ist ah, schon kann es sein, dass wir eine gestohlene Rüstung tragen zurzeit? Gestohlen. Hier oben steht es ja. Dann die an. Schwarze Stahlhelm. Zu machen. Okay, wir haben uns aufgerüstet, ein Quicksafel, ein Quicksafren. Okay, dann öffnen wir mal die Tür nach Baislauf. Und was ist hier? Ah, die Wachunterkünfte. Ja, ich denke, da gehen wir mal nicht rein.
Der trunkene Jägersmann, was ist denn wohl hier? Hallo? Meine Tastatur hatte gerade einen kleinen... Hallo, mein Freund. Auf der Suche nach Jagdzubehör? Nee, aber woher kommt der Name? Ja, diese Frage höre ich des Öfteren. Mein Bruder Anoriad und ich kamen darauf, nachdem wir eines Nachts etwas zu viel Met getrunken hatten. Danach sind wir noch auf eine nächtliche Jagd gegangen. Wir wurden getrennt und in seinem betrunkenen Zustand hat mein Bruder mich für einen Hirsch gehalten. Oh. Er schoss einen Pfeil auf mich, der mir dann im Hinterteil stecken blieb. Oh. Nach diesem denkwürdigen Abenteuer hatten wir den richtigen Namen für unseren Laden. Autsch, das muss wehgetan haben, so einen Pfeil im Arsch. Versucht es bei Hulda, der Wirtin der Bevölkerung. Einfach die Straße hoch, in der Nähe des Markts. Ach. Ihr solltet es auch im Drachenfeste versuchen. Es ist so viel los, dass Rajal oder sein Vogt Hilfe gebrauchen könnten. Okay, und was habt was ihr denn so? Ihr denn? Egal, ich will es gar nicht wissen. Waffen. Bekleidung. Okay. Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Hey, Nazi! Oh, es hat Jahre gedauert, aber ich habe mir den Platz an der Spitze verdient. Mir gehört halt. Der Eisfurchenhof. Ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Ja, und was stehlen? Gold. Nee, die Robe. Die ist nur 5 Gold wert, die kannst du behalten. Hi, Elanzi mir, oder wie dieser besoffene Drecksack heißt. Kann ich dich da... Ich berate den Jarl in politischen Dingen. Meine Doch. Hilfe ist natürlich von unschätzbarem Wert. Nee. Aber das ist wahrscheinlich alles ein wenig zu hoch für euch. Komm, bleib da in der Kammer. Komm mal da raus, ich hab da was gesehen. Mann. Naja. Geht ihr auf die Jagd? Auf den Ebenen vor Weißlauf wimmelt es nur so von Wild. Hey, Anoria. Moment mal. Braucht ihr etwas? Warte mal. Ton. Der möchte scheinbar nicht mit uns sprechen. Mit Banditen komme ich gut zurecht. Aber Drachen? Die Welt ist verrückt geworden. Briesenheim, Schlüssel erforderlich. Ja, vielleicht können wir den ja mal mitgehen lassen. Und das Zeug da ausrauben. Von Olver der Schwachen? Nee, wahrscheinlich so eine alte Großmutter. Doch das ist wieder die Kriegsjungfer. Nee, da mal. Und da hinten bei der Olvia oder wie die auch heißen mag, will ich nicht einbrechen, ist ja Pelagias Haus auch verschlossen. Beltors Gemischtwaren. Eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Okay. Alles steht zum Verkauf. Alles. Wenn ich eine Schwester hätte, würde ich sie euch in Handumdrehen verkaufen. Also mit Sklavenhändler rede ich hier nicht. Was führt dein Bretone nach Himmelsrand? Liegt das nicht auf der Hand? Das herrliche Wetter und die gastfreundlichen Menschen natürlich. Ganz zu schweigen von meiner großen Schwäche für Drachen und kleinliche politische Grabenkämpfe. Aber die größte Attraktion dieses gefrorenen Ödlands besteht ohne Zweifel in der Flut dümmlicher Fragen, mit denen ich regelmäßig überschwemmt werde. Okay, wie läuft denn das Geschäft so? Interessant, um es gelinde auszudrücken, bei allem, was so geschehen ist. Einerseits ist es schwerer, Lieferungen zu erhalten, da heutzutage nicht mehr viele Händler umherreisen. Aber andererseits hat die Knappheit an Lieferungen zu einigen, nun...
sagen wir, Preissteigerung geführt. Wichtig ist nur, dass ich habe, was ihr braucht. Und es ist jeden Septim wert. Okay.